Ja, hallo. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Ja, heute bin ich in Aachen in der Illenau unterwegs, beziehungsweise ich starte in der Illenau. Ja, und dann laufe ich einfach mal der Nase nach. Das soll ja ein langsamer Lauf werden. Die Dauer ist noch offen. Wohin es geht, ist auch noch offen. So ganz grob laufe ich jetzt mal Richtung Sasbach-Walden und dann mal schauen, vielleicht zum Bienenbuckel hoch, Joggelesguck, aber noch keine Ahnung, wie lang das Ganze geht. Also, dann würde ich sagen, laufen wir los und ich wünsche euch und mir viel Spaß. May the road rise to meet you and the sun kiss your face. May there always be a miracle waiting just to bless your day. Life won't always hand you roses. Don't let it get you down. Keep your eyes on what your goal is and your feet on solid ground. Take this with you where you go. You are love, 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 loved. You are loved, yeah, you are. You are love, 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 loved. You are loved, yeah, you are. Might you walk courageously through the valley of your doubts? Might you always strive to just keep believing in yourself? When the trouble comes and it will, hold your head up high, shine a light as bright as you can till your trouble passes by. And always know you are love, 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 loved. You are loved, yeah, you are. You are love, love. Ja, ich bin jetzt knapp 8 Kilometer gelaufen und es ist ganz schön anstrengend. Ja, und ich bin ja heute am Testen. Diese Five Fingers von Vivo Barefoot, nicht Viva, Vivo Barefoot heißt die. Ja, und die habe ich ja neulich schon mal getestet. Allerdings die helle Variante. Und mit denen war ich ja nicht so zufrieden. Jedenfalls nicht auf lange Strecke. Aber jetzt die 8 Kilometer, ja, die sind gut besetzt. Aber es kann natürlich auch daran liegen, dass ich an denen jetzt Socke drin habe und die andere habe ich ja ohne Trage. Das könnte tatsächlich der Unterschied ausmachen, weil die haben da innen auch so Nähte drin und wenn man da halt lang läuft, mein 10, 12, 15 Kilometer, dann dürfte das halt auch irgendwann mal unangenehm werden. Und deswegen teste ich das jetzt mal. Ansonsten sind die, glaube ich, gleich. Oder fast identisch. Ja, die hier hin auch noch, da haben die so einen Schnellverschluss. Das haben die anderen nicht, die sind zum Binden. Aber wie gesagt, jetzt habe ich 8 Kilometer. Ja, ich werde auf jeden Fall über 10 laufen. Vielleicht so 15. Und wenn sie bis dahin immer noch so gut sind wie jetzt, ich denke mal, dann eignet die sich auch für den Schwarzwald für längere Trailläufe, so um die 20 Kilometer und mehr.
Ja, ich muss jetzt gerade alle meine Schuhe mal ausprobieren, weil ich möchte keinen neuen Trailschuh kaufen, vor allem nicht im Internet bestellen. Wenn ich einen Schuh kaufe zum Laufen, dann will ich da einen Lade damit. Jetzt windet es aber kräftig, ja. Ich drehe mich mal ein bisschen um, dass der Wind von hinten kommt. Ja, dann will ich ihn laden und will mir da so einen Schuh kaufen und anprobieren vor allem halt auch. Weil der Schuh sollte schon gut passen. Vor allem, wenn er irgendwie nicht so ist, wie ihn ich möchte, dann kaufe ich ihn auch nicht. Und in diesem Sinne teste ich jetzt alles, was ich daheim so rumliegen habe. Und dann gucke ich mal, was sich da eignet und was nicht. Ja, so Barfußschuhe. Drei Läden gibt's. Der eine ist in Freiburg, etwa 80 Kilometer von mir weg. Der andere ist in Reutlingen. Ja, das sind so 100, 130 Kilometer, je nachdem, wie man fährt. Und dann gibt es gerade nochmal einen in Stuttgart. Stuttgart will ich aber nicht rein. Und Reutlingen, Karlsruhe weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich mal gucken, ob es in Karlsruhe auch einen gibt. Ja gut, ich denke mal am ehesten nur Freiburg. Da komme ich öfters mal hin. Aber ich laufe jetzt mal weiter. Und es geht halt schon wieder hoch. Das ist gnadenlos, dieser Schwarzwald hier, echt. Gnadenlos. Steine, Gerüll, hoch, runter, hoch, runter. Hammer, Hammer, Hammer. Aber so wollen wir es ja, gell? Running Impressions genauso. Der liebt es auch. Immer die Berge hoch und wieder runter. Durch die Rinne, unterm Strommaste durch. Grüße. Ich hasse solche Wege, ehrlich. Das ist echt zum Kotzen. Ich hasse diese Wege, ehrlich. Ich denke, man sieht es mir an. Halbmarathondistanz absolviert. Und ich bin geschafft. Na gut, ich habe jetzt nur 2 Kilometer bis ans Auto. Das klappt auch noch. Eine Banane und was zum Trinken. Was bin ich froh. Also, der Lauf ist beendet. Ja, es sind jetzt etwas über 20 Kilometer geworden. Und ich muss sagen, diese Five Fingers, die schwarzen, ja, die sind wirklich gut. Also da habe ich überhaupt keine Probleme.
Die würde ich auch anziehen, wenn ich jetzt 30, 40, 50 Kilometer laufen würde, denke ich mal. Ich würde mir vielleicht noch mal ein paar Wechselsocken mitnehmen, wenn die feucht oder nass sind, dass ich mal wechseln kann. Aber ansonsten, ja, und zu wenig Wasser dabei gehabt. Am Schluss war es doch ein bisschen haarig. Ich bin so geschafft und so happy gleichzeitig. Ah Gott, das versteht nur jemand, der selber laufen tut. Dass man so fertig sein kann und doch so glücklich. Ja, das verstehen nur Läufer. Ja, mir geht's gut. Mit der Wade keine Probleme gehabt. Oberschenkel keine Probleme. Jetzt mal gucken, wie es morgen aussieht. Ach ja, meine Laufuhr sagt gerade 3 Tage Pause. Das ist auch gut, oder? Das letzte Mal bei 18 Kilometer 4 Tage Pause und jetzt bei 22 Kilometer 3 Tage Pause. Und wenn ich 50 Kilometer laufe, muss ich gar keine Pause mehr machen. Naja. Aber wie schon viele geschrieben haben, ich höre nach mir selber. Also 2 Tage Pause mache ich jetzt, das gönne ich mir. Also, dann wünsche ich euch morgen einen schönen 1. Mai. Wobei, ich weiß ja nicht, wann das Video rauskommt. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen 1. Mai. Bleibt gesund, bleibt aufrecht. Und ich würde mich freuen, man sieht sich beim nächsten Video wieder. Dann bin ich auch wieder fit und ausgeschlafen. Also, ciao, ciao. Brav habt ihr mich getragen. Sehr brav habt ihr mich getragen. Bitte sehr, gerne geschehen. Ciao.